Hallo und herzlich willkommen zurück, meine Damen und Herren, hier zurück zu 7 Tage bis zum Sterben. Ja, wir haben die Grabungsmission. Es ist 19 Uhr und ich würde eigentlich vorschlagen, dass wir die noch machen. Den brauche ich eigentlich gar nicht hier, aber was willst du machen? Na toll. Also, es geht doch. Gut, dann nehmen wir die mal an. Einmal los, einmal Schaufel haben wir dabei. Zum Glück. So, dann geht's los. Ja, ich hatte jetzt nochmal überlegt, ob wir nochmal die 300%, die wir ja Blockschaden haben, ob wir die nochmal runternehmen auf 100 und dann nochmal eine Weile spielen und dann nochmal neu einstellen. Aber ich glaube, das ist auch bedingt durch unsere Spielstufe. Ne? Da machen wir keinen großen Unterschied. Und ich muss irgendwie mal gucken, ich höre im Moment höre hier gar niemanden kommen. Das ist ja auch nicht in Ordnung. So. Okay. Nee, das war falsch, das hier. Ja, momentan sieht es eigentlich ganz gut aus. Wir haben uns eigentlich gut stabilisiert, würde ich sagen. Das heißt, wir können uns vielleicht auch mal ein bisschen mehr wagen. Wie gesagt, die Wiese ist immer noch am Leben bleiben. Ja, das ist das A und O. Und dann müssen wir halt schauen. Ja. Am Ende wird es sowieso mit der Zeit schwieriger werden, denn die Missionen werden dann irgendwann auf Stufe 2 gehen. Und das werden wir dann auch spürbar merken. Und deswegen müssen wir weiter leveln. So. Wir kriegen hier einen Haufen Lehm. Den können wir vielleicht verkaufen oder uns aufheben, wie wir wollen. Ah ja, Lehm. Und ich habe übrigens gerade ein paar Blumen eingesammelt. Na, ich hatte das ja schon am Anfang der Folge, glaube ich, mal gesagt. Oder in den ersten 25 Folgen von dem anderen Let's Play, dass man da auch wirklich gut Geld herumkommt. Und ein Zuschauer hat das jetzt auch gemeint. Und da habe ich die Zeit mal genutzt auf dem Weg hierher und noch ein paar Blumen eingesammelt. Wird uns auch so um die 100 Dukes bringen. Nähere dich dem Schatz, ja. Wer kommt denn hier? Er? Naja, gut. Hallo. Wer bist denn du? So. Ausdauer regenerieren. Ah ja, da ist es schon. Siehst du? Ja, nicht schlecht. Essen. Eine Zeitung. Was ist das? Formen. Okay. Ah ja. Es gibt Punkte. Geht doch. Warte mal, ich will die auch noch haben hier. Da haben wir schon wieder einen. Schon wieder ein Punkt. Und ich glaube, dass wir uns das Buch geholt haben, das war, glaube ich, trotzdem eine gute Entscheidung. Ne? Gut, wo ist der Händler? Müssen wir mal gucken, dahin. Und dann haben wir das noch vor der Nacht erledigt. Dann könnten wir uns jetzt noch eine neue Mission holen. Rein theoretisch könnte man ein Haus oder irgendwas cleanen und dann hätten wir, können wir in der Stadt uns vielleicht eine Unterkunft oder was draus machen. Wir müssen mal gucken. Ich sollte was essen, sagt er. Ja, dann machen wir das mal. Ja, die kannst du aber auch mal essen. Die werden ja auch nicht besser. Und dann trinkt man noch was.
So, und schon läuft das. Ne? Dann kann das hier in Ruhe ein bisschen steigen und wir sind wieder bei normalen Werten fast. Läuft. Ja, schön. Also, wie gesagt, mir gefällt es momentan, wie es läuft. Ich wünschte, dass das noch ein bisschen besser wird. Dann könnte ich ein bisschen offensiver sein. Aber ihr wisst ja auch, die Devise, schaut mal, wie viele Blumen hier sind. Das sind auch nochmal gute 100 Talerchen. Es gibt ja für jede Blume gibt's zwei Mäuse hier. Ne? Ich habe das mal hier unten hingelegt. Die gelben würde ich gerne behalten, aber die Baumwolle und die rote Chrysanthemen ist es, glaube ich. Ne? Die können wir gerne verkaufen. Genau. Ja, und dann können wir doch mal reinschauen, wie es jetzt aussieht mit den Punkten. Das werden wir gleich beim Händler machen. Genau. Ich will bloß noch schnell rein, dass wir in der Zeit bleiben. Wir haben es 20 Uhr. Ja, eine gute Stunde haben wir dafür gebraucht. Das ist okay. Ja, hier sind auch Haufen Blumen. Kannst du also direkt vor der Tür sammeln. Ja, das passt schon. Irgendwas hat uns hier flinke Füße gegeben, ne? Maximal Ausdauer 6 Minuten, wovon kam das? Irgendein Essen in der Dose war das. Aber ich weiß nicht welches, egal. You're welcome here if you shut the fuck up and buy something. Wasser, Gesundheit. Gesundheit 22, maximale Ausdauer 45 Nahrung. Speck ist auch immer gut, Gesundheit und Ausdauer, ne? Da hat man hier 22 und 45 Nahrung. Puh. Ausdauer brauche ich nicht so unbedingt. Das Wasser, das sind 50, das sind 65. Das sind auch so die 55 und das sind auch 65 ebenso. Also die beiden letzteren sind eigentlich das Beste. Kleber weiß ich jetzt nicht genau. Haben wir eigentlich was? Natürlich Antibiotika haben wir, glaube ich, auch schon bekommen. Ich glaube, ich entscheide mich entweder für Blaubeere oder für das Ausdauer. Gesundheit, Wassergesundheit und Nahrung. Ich nehme mal den Topf. Ich nehme den Topf. So, schauen wir mal, was haben wir noch? Abholen in 370 Meter ist das Nächste. Ja, dann machen wir. I got just a job for a simpleton like you. Dick Steiner, okay. Can't say I'm not surprised. Good luck, kid. Quit gawking. Either buy something or piss off. So, hier kriegt man zum Beispiel dadurch, dass man eine gewisse Masse aufgebaut haben, kriegt man dann natürlich auch mehr. Wir kriegen nicht plus 2, 98, sondern eben gibt es dann auch ein bisschen mehr. Ne? Wenn wir das jetzt weiter aufheben würden, wäre das natürlich auch nicht schlecht. Well, ja. You better get your ass to crack a book. So, cause you're dumber than dirt. Mensch, halt doch mal die Klappe. Kein Geld für Samen. Erfahre, wie du Samen aus der Essensration gewinnst. Verbessere die Fertigkeit zur Fertigung von Samen. Sehr gut. Okay, das tun wir alles mal in die Kiste. Das nehmen wir mit. Ich verkaufe das jetzt auch nicht. Dann würde ich sagen, machen wir noch die Mission. Geht zwar dann in die Nacht hinein, aber dann ist das halt so, ne? Gut, dann schaue ich mal, was ich hier reintun kann. Genau. Das habe ich nicht drin, aber das Essen würde ich eigentlich alles dann hier lassen. So, das auch. Dann lieber was anderes rausnehmen. Ein bisschen von den Sachen hier, die wir dann vielleicht drüben hin tun können. Ich habe immer noch keine Pistolenmunition gefunden. Das soll uns aber eigentlich auch nicht stören. Ich tue das mal hier ein bisschen ordnen. Und dann können wir hier ein bisschen was noch rüber tun. Das, das, das. Ja. Ja, ja. Und dann ist es das auch schon, ne? Das Wasser tue ich mal hier mit rein. Können wir mal tauschen. So. Da haben wir was da. Ich habe noch was zu essen. Die Chetons habe ich gar keine mehr. Ja, ich glaube, es gab jetzt auch nicht so viel Geld, ne? 100 Mäuse oder so. Ach, hier ist das Geld. Okay. Aber das ist okay. Das ist okay. Wo müssen wir denn hin? Wo müssen wir denn hin? Mission? Dahinter? Ist alles immer in die Richtung, ne? Ja gut, nicht so schlimm. Ja, wenn wir haben, können wir noch ein paar Blumen mitnehmen, dann wird das immer noch immer mehr, immer mehr, immer mehr. Und wenn du mal 200 Stück abgibst, kriegst du nicht 400, sondern vielleicht 650 oder so. Ist dann auch eine feine Sache, ne? Gut. So. Dann müsste das auf der anderen Straßenseite sein, ne? Gegenüber vom Hotel, das andere. Ja, müssen wir mal gucken. Ist das vielleicht. War da nicht so eine Tiefgarage? Hier so ein Parkhaus oder sowas? Wir schauen mal, ne? Gut. Dann haben wir das auch erledigt erstmal. Da haben wir schon wieder eine Mission weg. Wir können übrigens mal schauen, wie viel wir noch haben. 4 Punkte brauchen wir noch. Ja, haben wir nicht. Haben wir nicht. Ich gehe mal hier lang. Das hatte ich nämlich eigentlich schon gemacht. Ah, da sind wir schon da. Okay. Dick Steiner. Ja, genau.
Gut, dann würde ich mal sagen, ich mache als erstes mal uns eine Kiste. Mhm. Holzdinger haben wir noch. Können wir trotzdem mal ein paar machen. Das schadet auf alle Fälle nicht. So. Ja. Da drüben hätten wir auch eine gehabt, ne? Da hätten wir das eigentlich... Ja, aber da gehen wir zu weit raus, ne? Ne, da gehen wir zu weit raus. Habe ich das jetzt schon an... Ups, habe ich das jetzt schon angenommen? Ne, ne? Dann würde ich nochmal hier drüben reinschauen, was wir hier noch haben. Damit haben wir alles. Und dann haben wir alles hier drüben und dann können wir uns hier drüben entscheiden, was wir mitnehmen. Das Hühnchen rennt hier rum, habe ich das richtig gesehen? So, okay, dann kommt das erstmal alles raus. Das kann auch raus. Die Fackel kommt wieder hier runter. Das kann raus, genau. Und dann haben wir erstmal alles. So, jetzt hatte ich noch das hier. Ich würde gerne das Messer für den Notfall nochmal reparieren. Dann haben wir das. 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 Und das. So, das kann hier rüber. Sehr gut. Könnte ich denn noch was bauen? Ja, Knüppel können wir, aber das wollen wir nicht. Den Bogen haben wir schon gemacht. Die Axt ist noch nicht so weit. Pfeile. Speer ist, haben wir auch die zwei. Ja, dann ist es das schon, ne? Und dann war es das. Gut, ich nehme es mal an. So, jetzt müssen wir aufpassen. Übrigens habe ich in der einen Folge jetzt gefunden, im Hotel 7, worum wir da die Mission abgebrochen hatten. Und zwar war ich beim Seefacken, bin ich raus aus dem Spiel, weil ich die Prozenteinstellung da nochmal getestet hatte. Nicht nur vor dem Spiel, sondern auch nochmal live und es gab da leider keine Veränderungen und deswegen hat es die Mission resettet. Das ist mir aber nicht aufgefallen. Ich habe mich nur dann gewundert später, aber ja, dann ist das halt so, ne? Ist auch nicht so schlimm. Könnte das hier was Größeres sein? Hm, weiß man nicht, ne? Aber es sieht cool aus hier mit dem. So, wo geht man denn hier rein? Hier rein? Nein, jetzt habe ich die Kisten wieder. Nein, das ist da nicht... Das ist nicht dein Ernst, oder? Wieso macht er das weg? Was soll das? Das ist doch... Dumm ist das. Das ist echt dumm. Ja, und jetzt hat man fast die Mission abgebrochen. Nee, das ist echt... Also, gut, das muss ich mir angewöhnen. Das ist natürlich absolut blöd von meiner Seite. Jetzt habe ich die ganzen Ressourcen da weggemacht. Naja, egal, das ist alles Lehrgeld. Vielleicht lernen wir es irgendwann. Okay. Hätte ich mal anders bauen sollen, ne? Na, egal. Gut, das kommt wieder raus. Dann haben wir halt ein bisschen gelost jetzt. Ne? Am Endeffekt kriegt man es ja sowieso mehr oder weniger alles geschenkt. Ne? Also wir haben uns ja nichts irgendwie schwer erarbeitet. Also alles gut. Hä? Oh, was ist denn das für ein... Was ist denn das? Was ist das für ein Bug? Oder ist das Absicht? Wer es weiß, kann sich gerne mal in die Kommentare schreiben, ob das Absicht ist, dass die wegspawnt. Scheint ja die Bedienung zu sein. Finde ich schon ein bisschen heftig, ne? So, das lassen wir es mal. So, hier haben wir nichts, hier haben wir nichts. Mülleimer haben wir gemacht. Schauen wir hier mal rum. Da wacht auch jemand auf, siehst du? Komischerweise finde ich die irgendwie schwierig zu besiegen. Die
sind zwar nicht schnell, aber irgendwie hartnäckig. Ja. So, haben wir hier noch eine Empore? Ne, das Abzug soll das sein. Oder ein bisschen... Naja, was auch immer. Oha. Aha. Na gut. So. Hätten wir es ja schon fertig, was? Könnten wir schon gehen? Okay. Will ich aber nicht. Ich will das andere auch noch mitnehmen, was wir finden könnten. So, da gehen wir gleich rein. Ich würde hier nochmal in den Raum. Das wird dann wohl die Herrentoilette sein. Jawohl. Gut, haben wir das. Das ist zu. Ja, jetzt wird es langsam ein bisschen dunkel. Aber wir gucken einfach mal. Ja, hier könnten sie hier auch rausplatzen, ne? Ja. Ist aber enge. Wahnsinnig enge hier. Was sind bloß zwei? Aber die Idee war haltbar, ne? Ja. Hi. Was haben wir denn hier Schönes? Wunderbar. Dann nehmen wir mal das mit. So. Haben wir hier noch was? Ja, jetzt haben wir natürlich Nacht, aber was willst du machen, ne? Bisschen ändern. So, vielleicht haben wir Glück. Nee, haben wir nicht. Ich hatte auf einen Grill gehofft. Leider nicht. Hier geht es noch weiter. Oh oh. So, hier nochmal geschaut. So, was haben wir denn jetzt bekommen? Wir haben ein Buch bekommen und zwar Handwerksfertigkeiten zweimal für Elektrik. Das können wir mal zerlegen. Das können wir so lassen, das können wir so lassen. Da habe ich jetzt das Ganze geschrottet in... Ach, das ist aber auch... Naja, aber am Ende ist auch nicht so schlimm, ne? So, was haben wir? 10, 20? Wie gesagt, wir bekommen ja hier regelmäßig gutes Zeug rein. Ist also kein Ding. So, ich trinke trotzdem mal Wasser. Es ist aber trotzdem schon heftig, ne, dass du kein Wasser mehr bekommst. Das ist ja nun schon seit einigen Szenarien so. Ich glaube, Version 21 fing das an. Trotzdem, ja. Hier ist ein Ausgang. Verschlossen. 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 Gibt es hier noch ein... Nö, ne? Die Mission ist beendet. Ich nehme ich mal mit. Ach, hier hatte ich noch eins. Siehst du, Essen.
Das würde ich mal hier hin tun. So. Ah ja. Ja, hier oben ist aber nichts mehr, ne? Nee. Das ist auch nichts. Gut, ich zerleg das mal hier. Und dann gucken wir mal, was wir ablegen können. Ja, und die haben nämlich einen Krabbler. Den brauche ich nicht. Die haben nämlich hier alle. Ja, ich nehme bloß mal das mit. Hier hat man zum Beispiel sowas. Das ist auch nicht schlecht. Eine Batterie, die können wir verkaufen. Das können wir behalten. Das was zum Verkaufen. Verkauf. Räuberhandschuhe. Bin ich mir nicht so sicher. Müsste ich mir ja erstmal einen Kopf machen. Ob das mit die Räuberhandschuhe so eine gute Idee ist. Und jetzt würde ich gerne nochmal schauen. Den Kaffee würde ich gerne mitnehmen. Ich weiß aber nicht, ob wir den machen können. Papier lasse ich da. Den Lehm lasse ich da. Das lasse ich auch da. Das Trinken nehmen wir mit. Geld nehmen wir mit. Waffe zum Verkaufen. Stoff lasse ich mal da. Den können wir später holen. Plastik lasse ich da. Das ist auch was zum Verkaufen. Essen lasse ich da. Munition könnte man mitnehmen. Das können wir mitnehmen. Und das ist hier auch was Wichtiges. So, das, wie sieht es denn jetzt aus? Das ist was für die Axt, ne? Können wir das eigentlich schon reintun? So, und dann können wir es auch verändern. Ja, siehst du, dann bringt das eine Kleinigkeit, nicht viel, aber ein bisschen. Alles andere haben wir. Die Mission haben wir auch dabei. Dem Typen würde ich nicht gerne in die Arme laufen. Der ist zwar okay, der ist machbar, aber muss nicht sein. So, ich kann noch mal hier vorne gucken in der Kiste, dass wir da vielleicht noch was mitnehmen, was passt, was wir gerade einstecken haben. Ich will mich aber auch nicht so voll machen, ne? Die ist leer. Okay. Was ist denn hier für einer? Oder war der drinne? Ne, da. Den lasse ich. Den habe ich jetzt keinen Bock. Ja, die Hütte könnte ich mir vorstellen, ist auch was Feines, ne? Wollen wir da mal reingucken? Ist hier eine Hundehütte? Ne, ne? Da geht doch. So, dann verbringen wir noch die Nacht ein bisschen zusammen hier. Und ich guck mal rein, was es hier gibt. Vielleicht hat er was Gutes für uns. Naja. Okay. Das war ja wohl nichts. Okay. Gehen wir nach Hause. So. Ja, 23 Uhr. Es wird nicht viel bei uns vorne los sein. Ein paar Zombies werden auftauchen, vielleicht das eine oder andere Wildtier. Ich hoffe nicht, dass wir diesen Riesenhund haben, denn der ist ja wohl eine heftige Hausnummer. Und besonders auf Irre ist das irgendwie, weiß ich nicht. Ich wünschte mir, man könnte in den Einstellungen noch etwas verändern. Und zwar, dass man es zum Beispiel auf leicht spielt, aber dafür die Anzahl massiv erhöhen kann. Ich wüsste jetzt nicht, wie das... ob es bei dem Zombie-Spawn-Menge irgendwas gibt. Ne? Also dass hier dann in dieser Stadt wirklich mal hier so 1000 Zombies sind. Man macht die zwar relativ leicht weg, aber wenn man sie triggert, kommen eben auch gleich mal 20, 30, 40, keine Ahnung. Ja,
dann hast du schon ein bisschen zu tun, auch wenn du bloß einen Schlag oder so brauchst für die. Ja, in der. Man kennt es ja von den Filmen, da brauchst du ja auch bloß einmal mit dem Messer in die richtige Stelle. Und dann ist es das. Allerdings bricht so ein Messer auch mal schnell ab und dann stehst du da. Ja. Ist hier eigentlich was in den Kanälen drin? Da ist nichts. Da sehe ich auch nichts. Da hinten den Übergang hat man gemacht. Jo. Gut, dann war es eine kurze Folge für den Moment. Zwei Sachen haben wir erledigt. Wir könnten noch mal an den Morgen springen, aber da könnte man noch eine Mission machen, aber ich glaube, das ist dann reingequetscht. Ne? Halten wir es in Kürze mit Würze und dann ist auch gut. Also sage ich mal, bis dahin. Macht's gut. Ciao, ciao und danke fürs dabei sein. So, tun wir das hier noch einsortieren. Wunderbar.